So, wir haben hier vom Kanal Ninurta verlassenes Armenien. Ach, übrigens Teil 2. Ich nehme es noch Teil 1. Hier hat mich aber jetzt ein bisschen das Thumbnail mehr angesprochen. Anscheinend muss in Armenien einiges verlassen sein. Wir gucken mal rein. Einfach mal gucken, ob es was ist. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Da sind wir nämlich wieder bei dem Thema Osteuropa, ne? Wobei Armenien. Nee, Armenien ist am. Warte mal, Armenien ist auch schon gar nicht mehr Osteuropa, ne? Gehört Armenien nicht schon zu Afrika? Nee, ist ein Land in Asien. Armenien, Georgien, Aserbaidschan. Warte mal, Maps. Kann man das noch zu Osteuropa zählen? Nee. Nee, 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 nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Armenien ist östlich von der Türkei. Zwischen Aserbaidschan und der Türkei, unter Georgien und nördlich vom Iran. Also das ist ganz weit weg von Osteuropa. Wir gucken uns jetzt das verlassene Armenien an. Haben wir hier direkt auch schon wieder so eine Radarstation. Australien hat auch mitgemacht. Warum heißt es dann überhaupt Eurovision Song Contest? Verstehe ich nicht. Krass, was dann alles vorhanden ist. Ich frage mich, ob man da einfach so mir nichts, dir nichts reingehen kann, so in diesen Ländern. Oder ob es da auch einen Wachschutz gibt und einen Besitzer und Zaun und Schilder. Oder ob das einfach eh alles offen steht, so. Weil im Prinzip vor 10, 15 Jahren war das in Deutschland ja auch noch gar kein Thema, ne? Dieses Urbexen. Da konntest du auch in jeden Lost Place einfach reinklettern und das war kaum bewacht, weil es diese Urbex-Szene ja noch so gar nicht gab. Gute Nacht an Ines. Krass. Das hat so richtig Pripyat-Style, finde ich. Das ist so richtig apokalyptisch. Die Menschheit ist ausgestorben und man läuft hier gerade wie bei Fallout oder so durch so eine verlassene Welt. Durch so eine alte Industriehalle. Mega geile Bilder. Gefällt mir richtig gut. Die Musik auch. Sehr, sehr passend gewählt.
Da oben ist eine Stadt, ne? Mit einer Mauer oder so. Sieht ein bisschen fast aus wie der Gazastreifen. Aber der ist ja auch wieder ganz woanders. Kühltower gehen auch immer. Sehen immer gigantisch aus. Komm mal, komm doch einfach rein. Wie heftig ist das? Der scheint noch eine gute Kamera zu haben. Mit was für einer Kamera hat er das gefilmt? Steht das in der Videobeschreibung? Panasonic G7. Ja gut, der MFT-Sensor hat ja auch jetzt nichts mit der Dynamic Range zu tun, mit der wie heißt der nochmal, der mit den Blendenstufen. Normalerweise bei einer, also bei einer billigen, bei einer schlechten Kamera, würde entweder hier der Himmel komplett ausbrennen, das heißt, der wäre komplett weiß überbelichtet. Oder wenn man den Himmel so erkennt, würde hier innen im Kühlturm alles schwarz und stockduster sein, weil der Kontrast einfach nicht ausreicht. Die dynamische Reichweite. Seine Kamera scheint aber gut zu sein, weil die beides hinbekommt. Jetzt hätte ich gedacht, dass das eigentlich eine wesentlich teurere Kamera sein muss, die das so hinbekommt. Aber anscheinend reicht dafür eine Panasonic G7. Mega geil. Sieht aus wie in Belgien. Noch so stehen. Das sieht ja wirklich aus wie ein Pripyat, als wenn da irgendeine Katastrophe passiert ist. Geil. Gasmasken gehen auch immer. Sehen immer geil aus. Boah. Alter. Boah. Spektakulär. Eine Ding zusammengekracht da links.
Mega. Ja, Mann, das Ding ist zusammengekracht, da. Ja. Das war bestimmt laut. Gitte schreibt gerade, Rost und grüne Pflanzen, welch Kontrast. Absolut. Nicht nur farblich, sondern auch, ich finde, auch von der Bedeutung her. Ich finde, Rost ist so das Sinnbild dafür, wie vergänglich alles Menschengemachte ist. Rost zeigt mir, dass irgendwann, nachdem der letzte Mensch ausgestorben ist, alles Menschengemachte wieder verschwinden wird. Denn Metall ist ja eigentlich so das krasseste, langlebigste Bauelement. So Steine zerfallen irgendwann wieder, Holz vergammelt. Also Metall ist ja eigentlich, wobei Metall oder Stein, eventuell ist sogar Stein langlebiger. Jetzt so, ich meine jetzt so von Menschen zusammen zurecht gemachte Steine, so Backsteine und sowas. Aber eigentlich ist ja Metall super langlebig, aber auch Metall rostet und rostet und rostet und ich finde so dieser Rost ist so das Sinnbild dafür, dass alles irgendwann wieder verschwindet. Außer Plastik. Was hat Plastik, wie lange dauert Plastik noch, bis das weg ist? 10.000 Jahre oder so? Kunststoff. Aber irgendwann ist alles wieder weg. Und der Kontrast zu den grünen Pflanzen, wie Gitte es geschrieben hat, zeigt mir einfach nur, dass das Menschengemachte wegrostet und gleichzeitig die Natur wieder aufblüht. Das ist so wie das eine fällt, das andere steigt dadurch. Die Natur kommt immer wieder und das Menschengemachte rostet weg. Finde ich, ist ein geiler Kontrast. Nicht nur farblich. Okay, das sieht jetzt hier aber sehr stark nach Flughafen eigentlich aus, ne? So Gepäck. Sagen, das ist doch ein Flughafen oder was? Das sieht doch total nach Flughafen aus. So, Namen noch an Esther Bauer. Duty Free. Ja, ja, das ist krass, das ist ein Flughafen. Liegt der da jetzt einfach mitten in diesem Industriegebiet oder was? Oder hat er jetzt die Location geswitcht? Das hat ja jetzt schon wieder nichts mehr mit Flughafen zu tun.
sind gerade in Armenien, im verlassenen Armenien. Sowas findet man in Deutschland nicht verlassen, glaube ich. So Lost Places in diesen Dimensionen hat man, ich würde fast sagen, in Mitteleuropa eigentlich fast gar nicht. Krass. Das war jetzt der zweite Teil. Den ersten Teil können wir uns mal nächste Woche angucken. Krasses Video. Kann man sich jetzt nicht den ganzen Abend geben, so eine Dinger, aber zwischendurch finde ich das auf jeden Fall mal ganz cool. Ain't got no patience, don't hit me up. Ain't got no keys to the whip anymore.